Hallo zusammen. Hallo. Hi. Heute sind wir wieder auf einem Ausflug. Wie gesagt, wir sind immer noch in U-Boot und haben uns jetzt heute mal auf den Weg gemacht an den Canto Lampo Wasserfall. Das sind ungefähr 10 Kilometer von U-Boot entfernt. Mit dem Roller waren wir jetzt ca. 20, 25 Minuten unterwegs. Ist relativ gut gegangen von der Verkehrslage. Und ja, jetzt gehen wir mal runter an den Wasserfall. Hier ist echt nichts los. Ja, hier stehen ein paar Roller rum. Aber im Vergleich zu anderen Wasserfällen, die wir jetzt schon gesehen haben, ist wirklich gar nichts los. Eintritt haben wir jetzt gesehen, kostet glaube ich pro Kopf 10.000. Das sind so 80 Cent ungefähr. Jetzt gehen wir einfach mal runter an den Wasserfall, schauen uns das Ganze hier an. Ist alles schön grün hier. Genau. Kommt einfach mit. Bilder gesehen, das haben wir eingeblendet vorher von den Jungs. Wie gesagt, die warten hier. Es empfiehlt sich auf jeden Fall einen von den Jungs, beziehungsweise die führen einen runter, weil es dann doch ein bisschen glitschig wird, so auf dem letzten Ende. Ist aber machbar. Wir waren eben, wie ihr gesehen habt, mit der Linie auch unten. Die führen einen auch durchs Wasser. Sie machen die Fotos, halten das Handy, ja, weil die kennen die Wege, die machen das jeden Tag. Ist absolut zu empfehlen, da einem von den Jungs eben dementsprechend auch das durchführen zu lassen. Durch von denen eben machen zu lassen. Ja, weil, wie gesagt, unten wird es ein bisschen glitschig, steinig. Das Wasser ist sehr angenehm. Ja, ist gar
nicht zu kalt, also auch für uns Frauen. Es ist wirklich nicht kalt gewesen. Es empfiehlt sich auch, den kleinen Wasserfall eben mal kurz anzuschauen. Und wie gesagt, die Jungs sind jetzt auch nicht aufdringlich, dass sie danach, wenn sie einen wieder ans sichere Ufer gebracht haben, dann auch die Hand aufhalten, sondern es ist an sich eher dann so eine freiwillige Spende. Genau. Wir haben jetzt unserem Guide eben 70.000 gegeben. 50 Euro. Für das, dass er uns jetzt hier wirklich mal 20, 30 Minuten durchgeführt hat, alle Bilder gemacht hat. Super schöne Bilder, ihr habt es ja bestimmt schon gesehen. Die habt ihr gesehen, die haben wir nicht selber geschossen, ja, sondern die hat eben alle unser Guide gemacht. Und wir machen ein Video. Genau. Helene hat Hunger, deswegen werden wir es jetzt auch packen. Er hat jetzt alle Krabbenchips gegessen. Wir packen jetzt zusammen und fahren wieder heim. Genau. Also. Wir waren am, wie hieß der Wasserfall? Kanto Lampu Wasserfall in Gianya. In Gianya. Und wie gesagt, wir haben ja den anderen schon gesehen, den Tegunung Wasserfall. War auch sehr schön. Es empfiehlt sich auch relativ früh hierher zu kommen. Wir haben eine optimale Zeit erwischt. Es sind noch nicht so viele Leute da. Und jetzt ist richtig voll geworden, also das heißt, kommt ruhig morgens her. Und der andere Wasserfall... Also richtig voll ist jetzt übertrieben. Ja, es sind jetzt ein paar Leute gekommen. Wie gesagt, wir waren so um 10.30 Uhr, 10.45 Uhr da. Es geht, es macht auf jeden Fall Sinn, dass man eben vormittags kommt. Dann hat man hier eben alles noch ein bisschen so für sich. Also, ihr seht, die Leni hat Hunger, wir packen es jetzt. Ja. Wir fahren eben wieder zurück mit unserem Roller. Lasst ein paar Kommentare da. Ja, sagt uns doch, ob ihr den auch schon mal gesehen habt, hier den Kanto Lampu Wasserfall. Oder welcher euch vielleicht besser gefällt hier in der Region. Genau. Und wie gesagt, einen Daumen nach oben. Und so nebenbei eben rechts oben, glaube ich, auf dem Kanal gibt es einen roten Button, der nennt sich Abonnieren. Einfach mal draufdrücken, kostet nichts, wird uns weiterhelfen. Danke. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.